Gerda Lewis ist nach rund einem Jahr Beziehung wieder Single. Es gebe Punkte und Themen, über die ich nicht hinwegsehen kann. Gerda Lewis, 31, hat sich von ihrem Partner Yannick und Alice getrennt. Das gab die einstige Bachelorette am 3. November in ihrer Instagram-Story bekannt. Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, fiel mir alles andere als leicht, da wir grundsätzlich eine tolle und gesunde Beziehung hatten, so Lewis. Fans hatten schon einige Wochen über eine Trennung spekuliert. Ende Oktober hatte Lewis jedoch noch betont, sie seien weiterhin zusammen. Es gebe jedoch Punkte und Themen, über die ich nicht hinwegsehen kann. Ich habe meine Werte und Prinzipien, und diesen bleibe ich treu. Die TV-Bekanntheit, die gerade erst bei Die Verräter zu sehen war, habe nicht damit gerechnet, sich trennen zu müssen. Allerdings sei die letzte Zeit ein stetiges Auf und Ab der Gefühle gewesen, weswegen sie sich nach langer Überlegung für diesen Schritt entschieden habe, auch wenn es weh tut. Kein Glück mit den Männern. Gerda Lewis musste in den vergangenen Jahren schon einige Liebesschlappen erleben. 2018 wurde sie durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel bekannt. Zur Zeit der Sendung datete sie den Bodybuilder Tobias Dimmers, der nach der Trennung auf seinem Instagram-Account von ekelhaften Sachen, die passiert seien, sprach und seine Ex-Freundin drohte, die Wahrheit über die Trennung zu sagen. Nach dieser Liebespleite versuchte Lewis 2019 als Bachelorette ihr Glück. In der RTL-Kuppelshow lernte sie Keno Rüst, 32, kennen, wenige Monate später war aber schon wieder alles aus. Im RTL-Interview schoss der Rosengewinner gegen seine Ex, er sei zu dem Schluss gekommen, dass sie irgendwie zu Narzissmus neigt, sehr egoistisch ist, wenig Empathie hat. 2020 sah es dann so aus, als habe sie an Melvin Pelzer, 30, endlich den richtigen gefunden. Nach wenigen Monaten Beziehung zog das Paar gemeinsam in ein Haus, Lewis schwärmte von ihren großen Gefühlen. Doch auch hier war nach wenigen Monaten Schluss, die Gründe blieben im Verborgenen. Yannick und Alice ist Ex von Jellis Kotz. Aber auch Yannick und Alice ist nicht unbedingt für seine funktionierenden Beziehungen bekannt. Er eroberte 2022 bei Fake Love das Herz von Reality-Star Jellis Kotz, 31, und war dann einige Monate mit ihr zusammen, mit Unterbrechungen. Das Paar trennte sich zwischenzeitlich, kam dann wieder zusammen und trennte sich schließlich erneut, inklusive medialer Schlammschlacht. Gegenseitige Vorwürfe und Fremdgehanschuldigungen standen an der Tagesordnung.